Ja, nö, ist schön. Ist schön. Vielleicht Was haben wir denn da? Diesen Frostzauber ausrüsten. Was haben wir denn da? Ich glaube, oh ja, könnte ich mal machen, fällt mir gerade so auf. Weil wir den haben wir noch gar nicht probiert. Ja, Flamme haben wir, glaube ich, auch noch nicht probiert. Moggi. Zerstörung. Flammen. Haben wir auch noch nie probiert, ja. Nö, machen wir, nee, Frostbiss. Frostbiss hier. Ein Kältestoß der Gesundheit und Ausdauer 8 Schadenspunkte pro Sekunde zufügt. Alles das Gleiche. Nee, außer dass... Brennende Ziele allein zusätzlichen Schaden. Ach. Beim anderen ist es, bei Funken ist es Magika, kriegt noch Schaden. Ach so, ja, stimmt. Und das hier bei Ausdauer. Ist Ausdauer. Ach ja, dann nehmen wir mal den hier erstmal. Oder den hier? Wollen wir mehr auf Schaden gehen oder sonst was? Und außerdem haben wir noch andere Sachen hier. Was ist denn das? Hellsehen zeigt den Weg zum gegenwärtigen Ziel. Ach ja, das ist ja voll unnütz. Deswegen wird er sowieso immer angezeigt. Und halt den Zaubernden um 10 Punkte pro Sekunde. Das kannst du auch mal auf die Favoriten, oder? Zorn der Ahnen für 60 Sekunden allein. Seconds? Für 60 Sekunden. Da stützt an die Grenze die Übersetzung. Zorn der Ahnen für 60 Sekunden erleiden Gegner, die zu nahe kommen. 8 Punkte Feuerschaden pro Sekunde. Ja, packen wir nochmal als Favorit dazu, oder? Ja. So. Und hier aktive Kräfte der Magiersteinzauberfertigkeiten werden um 20% schneller verbessert. Und Feuerresistenz, dein dummes Blut verleiht dir einen Widerstand von 50% gegen Feuer. Toll. Ich würde mal sagen, du solltest auch die andere Magie auf deinen Hotbar legen. Habe ich doch schon. Nein, du hast nicht mal nur Zorn der Ahnen. Ach so. Aber ich glaube, sonst wird es auch zu voll. Ach, ist doch wurscht, ist doch vollkommen egal. So, wen haben wir denn hier? Wer seid ihr? Ah, ist ein Bandit. Bandit! Was? Der greift dich an. Hat er... Achso, okay. Hallo? Kann ich mich außen rumschleichen? Nein. Bring ihn einfach um. Doch, ich kann mich außen rumschleichen. So. Aber ich möchte ihn doch... Schade. Man muss doch nicht jeden einfach umbringen, der einem über den Weg kommt. Nein, er wollte uns angreifen, jetzt wirklich. Wollte er doch gar nicht. Hat uns gewarnt. Kannst du die Flagge anzünden? Nein. Doch. Doch, eindeutig. Aber durch die Kälte ist wieder weg. Erlischt es wieder sofort. So habe ich einfach mal den kleinen Gegner umgangen, deswegen, weil man muss ja nicht immer alles abmetzeln. Ügelgrab entdeckt. Hurra. Vor allem deswegen, weil es bringt ja nicht so viel und ich möchte nicht sinnlos virtuelle Menschen abklatschen gehen. Das kann man ja in Counter-Strike machen, aber nicht in Skyrim. Das kann man auch in Skyrim machen, aber das möchte ich nicht. Bin ich hier richtig? Da hat doch jemand gerade geredet, oder? Hat er? Naja, ist ein Grab, okay, dann eher nicht, aber vielleicht Untote. Ich hab keine Ahnung. Ui, lass mich da hoch. Ja, ich glaube nicht, dass wir hier richtig sind. Oder doch. Oder nicht. Keine Ahnung, da unten sah es so nach Torbögen aus, aber das ist, glaube ich, falsch. Wir sind hier, glaube ich, vollkommen falsch. Doch, hier könnte es sein. Quatscht da jemand? Ja, da. Da quatscht auch keine Sau. Da ist aber, nee, ich meine, da ist eine Tür. Ja. Öffnen, Ölsturz, Hügelgrab, Tempel. Da. Ah! Ah! Hast du es nicht mehr alle? Leck mich am Arm. Ja, mehr haben wir nicht drauf. Nö, wir sind so low, dass wir dich nur einfach ummetzeln. Ja. Abel. Habe ich dann eine Pfeilsehne gerade gehört? Das ist falsch. Na doch, ich würde schon auf solche Ansicht gehen, wenn du mal was sehen willst. Oh, da sieht mich sowieso schon jemand. Oh. So, immer anzünden den Mist. Kerl. Hui. Ja, nee, du bist nur gerade voll auf halber Gesundheit und tot. Oder wer hat da gerade gesagt? Nee. So. Gut, das hätten wir dann mal ganz ein schnell. Jagdbogen. Was bringt ein Jagdbogen im Gegensatz zu einem Langbogen? Warte mal, der hat 16 Schaden, 17 also mehr Schaden. Gewicht und der macht relativ viel Schaden. Also wir haben ja derzeit nur 7 Schaden bei dem anderen, aber Langbogen schießt über längere Distanz. Insofern denke ich mal, der Langbogen wird wohl besser sein. So, ansonsten hat die nur Scheiße dabei. Habe ich mir doch gedacht, dass hier noch Typen rumlungern. Gold 6 und Eisenpfeile 14. Nett. Warum hatte die andere eigentlich keine Pfeile mehr? Ich habe keine Ahnung. Haben wir eigentlich schon... Haben wir schon... Nein, falsch. Haben wir schon...
Ja, wir haben schon die beschlagene Rüstung. Fein. Ich war gerade etwas irritiert. Freund? Du liegst ein bisschen komisch da. Der sieht so aus, als würde er gerade versuchen, den Stein zu besteigen. Eine Stahlstreitaxt. Die ist aber bestimmt auch. Ja, ich glaube auch. Die vor allem ist die Zweihand. Das ist unnett. Öffnen. Jo. Ja. Warum so. Greifen eigentlich alle Banditen einen immer an? Das ist doch voll bescheuert. Na, deswegen, weil sie lebensmüde sind. Das ist einfach, sie haben kein Leben und sind trotzdem müde. Mann, das ist doch nur so. Warum kannst du nicht zu ihnen kommen, so, ich möchte auch Bandit werden. Ah, Hilfe! Oder was? Ja, was? Keine Ahnung. Ja, nee, sowas, du kannst nicht zu ihnen kommen. Schade, dass man nicht protzen kann, ein bisschen so von wegen, oh, guck mal, was ich kann. Hier, da hinten sehe ich schon Typen. Und da liegt eine rote Katze oder kurz, so. Ach, ist doch wurscht. Den ausgerüstet. Ja, so. Bisschen höher, damit er auch den Kopf trifft. So, und jetzt so richtig schön episch. Jetzt komm, genau. Ich zieh mal ein Stückchen so. über the head. Over the head. Getroffen. Na, jetzt. Over the head. Wow. Leck mich. Also leck mich nicht aus dieser Nähe. Schön, wie er steht. Wo ist die andere Rolle? Ach, da ist er. Langbogen. Bogen gegen Bogen. Bogenschütze gegen Bogenschütze. Pfeil um Pfeil. Auge um Auge. Zahn um Bogen. Boah. Du willst mich. Oh, du hast auch gerade schon Pfeil im Auge. Pfeil im Auge steckt. So, schön. Oh, unsere dunkle Elfe, die muss ja mal richtig was wegstecken können, wenn er mal mit dem Pfeil im Auge weiterkämpft. So, wer bist du? Oh, süße, du siehst ja ein bisschen kaputt aus. Gold 4 und Eisenpfeile 16. Hey, und ein Langbogen, der total scheiße ist. Wir haben genug Eisenpfeile, würde ich jetzt sagen. Was ja, ist das da? Du kannst sie durchsuchen. Oh. Oh. Skiver. Skiver. Schön. Skiver Schwanz. Oh, nett. Das ist eine Zutat, kann es sein? Ja, ja, das ist eine Zutat. Schön. Kann man direkt nehmen, nachher mal wieder Dingensens machen. Ein bisschen Alchemie rumtexten. Wisst schon. Da ist noch ein Skiver mit einem Skiver-Schwanz. Und ich guck mal nach dem Typen, wer umgeschnetzelt hat. Wo waren wir? Eigentlich theoretisch wär's da. Aber ich glaube, die müssen doch irgendwo noch diese schöne Goldtafel haben. Ich habe keine Ahnung. Also meinst du diesen Gold, Klaue? Ja, oder das ja. Also keine auf Ahnung. Jeden Fall aus purem Gold. Ja, aber dieser Dungeon wird sowieso größer sein, denke ich. Oh ja, stimmt, ich sehe es. Lass mich da kurz, ich möchte kurz mal eben die Waffe wechseln. Einfach aus Grund XYZ. Erklärung hier einfügen. So, das und ist eine Truhe, wahrscheinlich da ist oder noch jetzt Axt. Oh, schön. Aber brauche ich nicht. Und eine Novizentruhe. Oh mein Gott. Das war laut. Ja, das war voll schwer. Gold 41 und Zaubertrank der geringen Magiker. Oh, Freund. Das lohnt sich nicht einzuschließen, finde ich. Was? Noch nicht, ist doch egal. Skiver-Schwanz. Hey, schön. Aber so viel Gold, das war doch richtig geil. 41, naja. Haben wir den hier oben schon ausgenommen? Fällt mir gerade so auf. 9. Gold 8, Granatstein und Orikal. Kolumbaren. Bla bla. Okay. Ja, geil, toll, super. Ist ja vom Feinsten. Vom Allerfeinstesten. Und was sehen meine müden Augen da? Weben. So. Jetzt bist du verwebt. Voll verwebt. So, und eine Begräbnisurne mit 8 Gold, einem Silbergranatring für 160 Gold verkauft. Wahrscheinlich einfach nur für 30. Und da ist nichts drin. Und da ist. Auch nichts. Finde ich übrigens voll geil, wie übrigens die Sachen geöffnet werden immer. Das ist voll nice. Was mal hier? Was? Wie du mit deiner Flammenhand alles schon öffnest. Was ist das hier? Was ist das für ein Raum? Hier geht's allerdings nicht weiter. Okay, komm ich auch mit da. Was ist das hier? Hier ist es gar nichts. Okay. So, nothing in here und ein Skiver-Schwanz. Mit Skiver-Schwanz. Oh, schön. Kann man sicher noch für einige Sachen gut gebrauchen. Immer tiefer, ja. In die Dingsbums. In die Dingensens. In die Abgründigkeit. Der Abgründigkeit des Abgründigen. Ja. Da ist noch was gewesen, ganz oben. Ja, das war ein Leinentuch. Das war braucht man das? Nichts von Wert. Ach, nein, schon. Gewicht 3 und Wert 2 ist total scheiße. Ah, ich mag dich nicht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich mag dich auch nicht. So. Gut.
schön eben mal ein bisschen rumgeworfen mit Gegenständen und Ausdrücken. Aber hier ist, glaube ich, nichts weiter. Ja, doch, die Klaue. Hier geht's. Oh, da ist jemand. Und da ist gar nichts. Okay, dann erstmal wieder Erstschlag. Kannst auch mit Feuer Erstschlag machen, eigentlich. Aber. Nee, aber dafür ist er zu weit entfernt. Banditen gesetzloser? Was ist der Unterschied zwischen Banditen und Banditen gesetzlosen? I don't know. Er hat mehr Leben, sieht so aus. Das war falsch. So. Und er sieht stärker aus. War perfekt. Hui! Das war ein sehr schöner Move. Den fand ich sogar sehr, sehr nice. So. Und da poltert er gerade noch an der Wand runter. Beschlagene Rüstung. Fellarm, Schienen, Pelz, bla bla. Scheiße, okay. Gut. Finde ich nice. So. Und hier geht's weiter. Und wen da haben wir hier ist so? Ein Hebel in der Mitte. Das sieht nicht gut aus. Ich würde ihn nicht. Oh, ah, da ist. Da ist ein. Links da ist ein irgendwas Gitter. In den Mund. Was? Was ja, sowas. Da sind überall so eine Tafel. Okay. Was bringen die Tafeln? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der Dingens hier ist auf jeden Fall eine Falle. Sollte ich trotzdem was sagen? Oh, was? Ich glaube. Ich weiß, was hier die Falle ist. Gucke mal da. Instant Death. Das sind, glaube ich, so. Können da Pfeile rausschießen? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Sollte ich es wagen? Nein. Nö, okay. Gut, dann mal gucken, was gibt es hier so an Kram. Da sehe ich drei Tafeln erstmal. Und da sehe ich eine Tafel mit einem ähnlichen Symbol. Und da oben sind auch noch welche. Hey, du bist ja gut. Ich gehe mal kurz nach oben. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich habe auch keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall ein Zaubertrank. Hey! Und da ist Kacke und da ist auch Kacke. Schön. Ich mag Kacke. Kacke ist nett und ansehbar. Kannst du die vielleicht irgendwie bewegen oder sowas? Ja, kann man. Kannst du. Eine Schlange? Oh. Möchtest du alle vielleicht alles auf Schlange drehen jetzt, oder so? Ich habe gerade eine Eingebung. Da ist eine Schlange, da ist eine heruntergefallene Schlange, die wahrscheinlich dahin gehört und da ist ein Wal. Und wir haben hier drüben drei Dinger. Mit einem Wal und einer Schlange. Da bringt mich das auf gewisse Ideen. Und hier drüben? Sieht doch nett aus. Passt doch zu dem mit dem hier überein. Oh, das darauf wäre ich nicht gekommen. Speicher! Warte mal. Dafür muss ich das hier machen. Da wird automatisch gespeichert. So. Hebel. Nicht gestorben? Okay. Oh, so gut. Ah, ich bin so ein Pro. Vor allem, da ich ja eigentlich gar nicht wusste, worum es hier ging. Da ich das Spiel ja, wie gesagt, bis zu 5 Stunden Zeit oder so durchgespielt habe. Lesen Dieb. Ja, Gewicht 1, Wert 60. Lesen. Taschendiebstahl verbessert auf 16. Dieb von Riven. Ist mir zu viel zum Lesen. Tschüss. Tschüss, Buch. So. Sehr interessant, eigentlich überhaupt nicht, aber wir haben Dieb dazu bekommen. Insofern nett. Gold. Gold 21. Super. Und ein kleiner Seelenstein. Oh, schön. Was bringen Seelensteine? Ich habe keine Ahnung. Sind wahrscheinlich so wie Amethysten oder sowas. Da kriegt man bestimmt Seelen rein. Seelensteine, Seelen, keine Ahnung. Ich glaube, die heißen einfach nur, das ist wie ein Rubin oder so. Die heißen einfach nur so und sind dann ganz toll. Na, wenn es ein Stein ist und da steht Seelen davor, dann muss da irgendwas mit Seelen da sein. So. Ah! Da habe ich gerade Feuer verjagt. Panik! Das war gerade geil. Also richtig schön aus der Drehung herausgeschnitten. Jetzt kannst du erstmal den Schwänzer wieder abschneiden. So, schön gepanikt erstmal. Ja, Skiva und ein Skiva-Schwanz. Und noch einer. Und noch einer. So, eben mal kurz wie eine Tunte verhalten und dann geht's auch weiter. Oh, ein schwaches Gift der Lähmung. Das trinken wir auch gleich. Ja, und eine Rolle des Feuerballs. Das können wir auch gleich. Geht das zu lernen oder sowas? Warte mal, ich guck mal kurz ins Inventar. Aber ich glaube, eine Rolle kann man nur einmal verwenden und dann ist die weg oder für sowas. Rolle der Sturm, bla bla, beschwert einen Sturm. Ja, okay. Und Rolle des Feuerballs auch wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich genau das gleiche. Ist ja voll behindert, ein Feuerball. Wow. Ja, ich rutsch mir mal kurz. Vielleicht macht er mega viel Schaden zurecht. Oder so. Ja, keine Ahnung. Und warum liegt das hier alles rum? Die Banditen sind hier lange nicht gewesen, sieht's aus. Also kann es die Banditen nicht gewesen sein. Oh, schön. So, Leintuch verhält sich nicht so. Ach, egal. Ist doch wurscht. Ist doch scheißegal. Und noch eins.